Schwarze Löcher, die alles verschlingenden Abgründe des Universums. Sind sie am Ende vielleicht nur eine Fiktion? In diesem Video möchte ich euch vorstellen, welche Aussagen sich aus der Theorie von Burkhard Heim eigentlich zum Thema Schwarze Löcher ableiten lassen. Und Spoiler Alert, es gibt gleich drei Gründe, aus denen wir unser Bild dieser faszinierenden, aber vielleicht doch eher hypothetischen Objekte in Frage stellen sollten. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Ich bin ein großer Fan des Films Interstellar. Ich finde die Orgelmusik von Hans Zimmer einfach genial und die Docking-Szene ist das Spannendste, was man jemals auf einer Kinoleinwand gezeigt hat. Das Problem der Zeitdilatation in der Umgebung von massereichen Objekten wird fantastisch dargestellt. Das zentrale Objekt in dem Sternensystem, wo das Ganze stattfindet, ist ein schwarzes Loch. Und die optischen Effekte sind einfach großartig. Und man vergisst ganz leicht, das Ganze ist nur CGI. Es war noch nie jemand da. Es hat noch nie jemand ein schwarzes Loch gesehen. Selbst das Foto, das seit Jahren durch die Presse geistert und als Foto eines schwarzen Loches gehandelt wird, als erstes Foto eines schwarzen Loches, das ist nur ein computergeneriertes Bild. Das hat der von mir sehr geschätzte Philosoph Jochen Kirchhoff auseinandergenommen in dieser Podcast-Folge, die ich hier oben einblende. Sehr sehenswert im Übrigen. Seine Kritik am ganzen Konzept der schwarzen Löcher ist überhaupt, dass es keine real beobachteten Objekte sind, sondern eine theoretische Folge der Extrapolation der Einsteinschen Gleichung unter extremen Bedingungen, wie man sie noch nie in der Realität beobachtet hat. Und damit gerät dieses ganze Konzept der schwarzen Löcher zu einer reinen Theorie, die überhaupt nicht belegbar ist, mit handfesten Beweisen. Und alles, was darum gesponnen wird, ist auf sehr unsicherem Grund gebaut, selbst wenn das Aussagen sind, die von einem John Wheeler oder einem Stephen Hawking kommen. An der Stelle kurz ein paar Hinweise. Einen herzlichen Dank an meine regelmäßigen Unterstützer auf Patreon. Und wer von euch mich vielleicht einmalig unterstützen möchte, schaut einfach auf meiner Homepage vorbei. Es gibt einige von den Bildern, die im Hintergrund sind, als Kunstdrucke zu kaufen, auch als Postkarten. Und wenn wieder Saison ist, gibt es auch selbstgemachten Honig. Und vielleicht interessiert ihr euch ja sogar für das Nahtaltraining und ich kann euch in einem meiner Seminare mal persönlich kennenlernen. Zweiter Hinweis, am 8. Mai 2023 halte ich an der Universität Wien einen Vortrag über Burkhard Heim. Wer also in Wien und Umgebung wohnt, ist dort herzlich eingeladen, Eintritt ist frei. Hinweise darauf, wo und wann genau, stehen auch auf meiner Homepage. Und dazu wird der Vortrag aller Voraussicht nach aufgezeichnet. Wenn es soweit ist, dann erscheint er auch hier oben. Und dritter Hinweis, die anspruchsvollen mathematischen Herleitungen zu Burkhard Heims Theorie, die mache ich nur mehr ausschließlich auf meinem englischen Parallelkanal, Six Dimensions in Color. Wer den noch nicht kennt, ich blende ihn nochmal hier oben ein und bitte auch abonnieren. Burkhard Heim hat eine ganz andere Struktur der Raumzeit angenommen, als wir das seit 100 Jahren eigentlich tun im physikalischen Mainstream, also seit Einstein seine allgemeine Relativitätstheorie formuliert hat. Burkhard Heim ist davor allerdings schon vor 70 Jahren drauf gekommen, ab heute, also wir hätten uns die letzten 70 Jahre ja, sparen können, mehr oder weniger, wenn sie besser bekannt geworden wäre. Aber in der normalen Ansicht, vielleicht kennt ihr diese Art von Darstellungen, die Raumzeit wird als eine Art Gewebe sich vorgestellt und wenn da eine Masse ist, wie zum Beispiel ein Planet, dann wird dieses Gewebe deformiert und gekrümmt. Und diese Theorie ist sehr gut bestätigt worden, auch durch Satellitenmessungen im Erdorbit. Natürlich gibt es wiederum keine Satellitenmessungen in der Umgebung massereicherer Objekte, nicht einmal von der Sonne, von anderen Sternen mal ganz zu schweigen. Wenn das Objekt, das die Raumzeit erkrümmt, nun extrem dicht ist, wie zum Beispiel ein Neutronenstern, dann könnte es, nach der Theorie, dazu kommen, dass das Ganze schließlich in sich zusammenstürzt und sämtliche Materie in einem einzigen Punkt sozusagen verschwindet und eine sogenannte Singularität entsteht, ein Punkt unendlicher Krümmung der Raumzeit. Ich habe eingangs gesagt, dass dieses ganze Modell nach Heims Theorie aus drei Gründen fragwürdig ist. Grund Nummer 1. In diesem Kollapsmodell,
nimmt man an, dass Materie und Raumzeit zwei getrennte Dinge sind. Die Ursache der Krümmung der Raumzeit ist die Materie, die sozusagen a priori als Gott gegeben angesehen wird, sozusagen. Und die Krümmung der Raumzeit wird dann als Gravitation interpretiert. Und diese Krümmung wirkt wiederum auf die Materie zurück und kann sie also noch weiter anziehen und kontrahieren etc. Und bei Heim ist das nun anders. Heim setzt nämlich eine totale Geometrisierung der physikalischen Erscheinungen an. In Fachsprache kurz, sein Energiedichtetensor ist eine einheitliche Beschreibung von Feldquelle, Materie, und dem Feld selber, also Gravitation. Beides sind nur, in Anführungszeichen nur, unterschiedliche geometrische Ausprägungen eines zugrunde liegenden Raumes. Dadurch sind die Geometrie der Raumzeit und der Materie aber einheitlich beschrieben und es kann diese Art von Rückkoppelung überhaupt nicht geben. Das bedarf keines mathematischen Beweises, das ist einfach nur eine Überlegung darüber, wie wir Raum und Materie, wie wir das ansehen, als was wir das betrachten. Sind beides voneinander getrennte Dinge oder kann beides auf einen gemeinsamen Nenner zurückgeführt werden, sozusagen? Wir können also anhand dieses Modells bereits sagen, Materie und Gravitation können sich nicht gegenseitig so beeinflussen, dass es zu so einem Kollaps kommen kann. Der Grund Nummer zwei ist die Theorie der Neutronensterne überhaupt. Die basiert darauf, dass in einem extrem starken Gravitationsfeld die Atome so stark zusammengepresst werden, dass sozusagen die Elektronen der Atomhülle in den Kern gedrückt werden und dort mit den Protonen zusammen zu Neutronen verschmelzen. Und man dann eine Materie hat, die nur noch aus Neutronen besteht. Sozusagen ein Mega-Atomkern wäre dann so ein Stern. Oder manche sagen dazu Neutronium. Aber das setzt Annahmen über die Struktur der Materie voraus, die von Heim überhaupt nicht mitgetragen werden. Heims Theorie der Elementarteilchen ist eine Strukturtheorie. Und die Elementarteilchen selber, sämtliche Elementarteilchen, werden auf geometrische Zustände des Raumes zurückgeführt und sogenannte Strukturflüsse. Zwar hat Heim ihr Verhalten unter solchen extremen Bedingungen, wie bei so starker Gravitation herrschen, nicht beschrieben, aber immerhin kommen am Ende die Massen der Elementarteilchen richtig heraus, was das Standardmodell, das die Teilchenphysiker vertreten und sich die Astronomen zu eigen gemacht haben, nicht leisten kann. Und deswegen muss man Heims Theorie eigentlich als wertvoller, als höherwertiger, als mehr Aussagen machend ansehen. Zum jetzigen Stand der Forschung an der Heim-Theorie kann niemand Aussagen über diese Extremzustände machen, die man als degeneriertes Fermi-Gas bezeichnet. Man kann sagen, es gibt sehr viele unterschiedliche mögliche Zustände der Materie und unterschiedliche Grundflussverläufe. Und es kann sein, dass da noch viel exotischere Zustände möglich sind, als man sich das als Neutronenmaterie vorstellt. Es kann sein, dass es solche Neutronenmaterie gibt. Es kann sein, dass es die überhaupt nicht geben kann. Es kann auch sein, dass es noch was ganz anderes gibt. Wir können es aktuell nicht sagen. Ich sage nochmal, es war nie jemand da. Man kann den Durchmesser eines Neutronensterns zwar theoretisch berechnen, aber es ist völlig unmöglich, ihn auf diese buchstäblich astronomischen Entfernungen nachzumessen. Und wenn man dann so ein Modell prüfen will, dann macht es einen sehr großen Unterschied, ob der Stern 19 oder 18 Kilometer Durchmesser hat. Also wir wissen gar nicht, wie sich die Materie unter solchen extremen Bedingungen verhält. Nun der dritte Grund. Theoretisch kann man bereits qualitative Aussagen aus Heims Theorie machen. Und zwar besteht in seinem Weltbild der Raum aus kleinsten quantisierten Flächenelementen, die sogenannten Metronen, die nicht unterschritten werden können. Die mathematische Begründung habe ich in diesem Video auf dem englischen Kanal vorgestellt. Die Herleitung des Metrons habe ich auch einmal auf Deutsch gemacht. Dieses Gitternetz, das in diesen Darstellungen immer gezeigt wird,
Das ist ja vor allem ein optisches Hilfsmittel, damit man diese Fläche sich besser vorstellen kann. Aber in Heims Theorie könnte man nun sagen, oder sich das so vorstellen, dieses Gitternetz, das gibt es tatsächlich. Und diese Gitterelemente, die können nicht beliebig verformt werden. Irgendwann, die können nicht beliebig gekrümmt werden. Irgendwann ist sozusagen Schluss. Und das war's dann mit der Singularität. Puff, es gibt sie nicht. Die Raumzeit kann nicht einfach einreißen und da eine Fehlstelle sein. Das ist ja auch, man muss mal ganz ehrlich sein, es ist nur eine Extrapolation von Einsteins Modell. Mehr ist es nicht. Es war nie jemand da und hat seinen Finger reingehalten. Stephen Hawking hat berechnet, was passiert, wenn man seinen Finger in ein schwarzes Loch hält. Also unnötig. Weiter ergibt sich aus Heims Strukturtheorie, dass ein einzelnes Elementarteilchen, wie ein Neutron oder ein Proton, bereits ein ungeheuer komplexes Gebilde ist aus einer Unzahl von diesen metronischen Flächenelementen. Heim sagte, ein einzelnes Elementarteilchen ist bereits so komplex, wie eine ganze Galaxie uns anmutet. Diese geometrischen Flussverläufe, die dann dieses komplexe Gebilde bilden, die bilden dann sowohl die Masse als auch die Gravitation. Und dieser Strukturfluss ist notwendig, damit beides überhaupt existiert. Nehmen wir mal an, Materie würde immer weiter kontrahieren. Dann würden diese Strukturflüsse ja so beeinflusst werden, dass sie irgendwann aufhören. Und das würde nichts anderes heißen, als dass sowohl die Materie als auch die Gravitation plötzlich verschwinden. Und wir hätten im einen Moment einen ungeheuer dichten Stern, im nächsten nur noch leeren Raum. Eigenartige Aussage, aber das wäre die Konsequenz, wenn man den Gedanken weiterspinnt. Und zum Schluss noch ein Bonusgrund, ein Grund 3a sozusagen. Bei der Herleitung des Metrons, des kleinsten Flächenelementes, da haben wir festgestellt, es gibt eine untere Wirkgrenze der Gravitationskraft. Unterhalb einer bestimmten Entfernung, da passiert plötzlich keine Anziehung mehr. Da ist die Gravitationskraft nicht mehr existent. Diese Entfernung beträgt ein Viertel des Schwarzschildradius der jeweiligen Materie. Der Schwarzschildradius, das ist auch am besten bekannt aus der Theorie der schwarzen Löcher. Das ist nämlich dieser Radius oder ja, Radius bzw. Durchmesser, der zweifache Radius, der optische Durchmesser des schwarzen Loches, also der Durchmesser dieser schwarzen Sphäre. Das ist der Schwarzschildradius. Für ein einzelnes Elementarteilchen ist der ungeheuer klein. Das liegt in der Größenordnung von 10 hoch minus 55 Metern. Aber für einen Neutronenstern von etwa 3 Sonnenmassen, das ist so die untere Grenze dessen, was man braucht, um nach der bisherigen Theorie, damit das Ganze zu einem schwarzen Loch kollabieren könnte, bei solch einem Objekt läge dieses 1/4 Schwarzschildradius bei ungefähr 2,5 Kilometern. Nehmen wir mal an, dass Materie sich bis auf diesen unteren Wirkradius der Gravitation verdichten könnte. Ist wahrscheinlich kein exakter Gedanke, aber nehmen wir es mal an. Dann hätten wir tatsächlich ein Objekt mit einem Ereignishorizont. Also das so aussieht von außen, wie wir uns ein schwarzes Loch vorstellen. Aber der Verlauf der Gravitation in seiner Umgebung wäre völlig anders, als das die gängigen Modelle voraussagen. Es sieht also aus wie ein schwarzes Loch, aber es ist keins, weil es keine Singularität im Inneren hat. Es ist einfach kein Loch. Das wäre dann das vorläufige Urteil über das Thema schwarze Löcher aus Sicht der Heimtheorie. Genaueres müssen dann die Astrophysiker aus ihren genaueren Modellen errechnen, wenn die Strukturtheorie von Burkhard Heim endlich besser verstanden und verfügbar ist. Dieses Wissen verfügbar zu machen, daran arbeite ich für euch in 6 Dimensionen und in Farbe.